Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zu Castle Story. Ja, wir sind mit dem Steinbruch fast fertig, yay. Also können Sie sich als nächstes um den kümmern, da ist fast der ganze Berg schon weg. Mal sehen, wie viel wir in dieser Aufnahmesession von dem Berg noch loswerden. Und ja, hier wird auch fleißig aufgefüllt. Und es leckt wieder alles. So. Das heißt, der ist Geschichte und kann eingerissen werden. Ja, das wird nachher ein lustiges Vorher-Nachher-Bild. Wenn wir hier alles planiert haben. Ja, die sind auch fleißig noch beim Füllen hier. Ich hoffe einfach mal, dass das mit den Erdschichten irgendwie klappt. Und dann müssen wir doch gucken, wie wir das hier drüben füllen.
Hoffen wir einfach mal, dass der Stein hier aus dem Berg reicht, um wenigstens hier fertig zu machen. Na, fast fertig hier. Du kannst jetzt hier weiterhelfen. Hier sind wir ziemlich fertig. So, dann gucken wir mal, ob wir hier was erreichen können, ja. Dass wir hier peu à peu füllen. Da reicht auch einer dann nur noch dafür zum Füllen. Und hier gibt es wieder komplettes Chaos. Was die Steine angeht. Yay. Klappt hier alles? Oh, hier ist glaube ich schon. Ja, so weit zu, dass wir hier Scheiße bauen können. Mist.
Ernsthaft. Oh, und jetzt ist das Flat weg. Das war zu viel. Das auch. Oh, jetzt ist das Flat weg. So, zwei hier und die anderen fünf da. Und ja, die Löcher hier habe ich auch gefüllt gehabt. Ich glaube, ich kann dann wirklich hier anfangen. Abzutragen. Hier werden wieder lustige Muster gemacht. Schön.
Genau, runterhüpfen und da auffüllen. Jetzt da hochhüpfen. Also ja, die AI der Bricked Falls ist manchmal echt noch seltsam. Beziehungsweise ich verstehe sie einfach nicht, die AI. Und ich gebe zu, es ist wahrscheinlich nicht gerade einfach, eine AI in deinem Spiel zu programmieren. Das kriegen ja nicht mal die Großen gescheit hin, wie EA mit Command & Conquer. Die schwerste AI, die muss cheaten, um wirklich schwer zu sein. Dabei geht es hier gerade nicht mal um die AI von dem Computergegner, sondern einfach um die AI der eigenen Figuren. Dass die ihre Befehle effizient ausführen und richtig ausführen. Aber sie leisten wenigstens. Warum ist das schon wieder ein Loch? Ja, sie leisten wenigstens gute Arbeit daran, den Berg hier abzutragen. Aber ja, den Teil haben wir schon fertig. Ist noch nicht mal die Hälfte leider, wenn ich mir so ansehe, geschätzt. Aber irgendwie bin ich echt froh, wenn der Teil hier schneller geht. Auch wenn es hier wieder ein bisschen doof ist mit dem Teil hier.